Guten Morgen. Ich bin heute mal wieder auf Madeira unterwegs im Dunkeln. Und zwar gehe ich jetzt gerade hier einen Berg nach oben, damit ich zum Sonnenaufgang hoffentlich gutes Licht habe. Ich muss jetzt mal gucken, ob ich langlaufe. Und das ist ein sehr, sehr schöner Ausblick. Ganz im Osten der Insel, São Lourenço nennt sich diese Halbinsel hier im Osten. Und ja, ich bin mal echt gespannt, ob ich heute was Gutes hinbekomme. Aktuell sieht der Himmel noch ziemlich bewölkt aus. Und wenn man den Wetterkarten traut, wird die Wolkenfront wahrscheinlich 20 Minuten zu spät weggezogen sein. Aber so ein paar kleine Lücken in den Wolken gibt es schon. Und ich hoffe einfach mal, dass ich für so ein paar Minuten gutes Licht bekomme. Wünscht mir mal Glück. Ich werde es brauchen. Gut. So Leute, wir haben ungefähr zwei Drittel des Weges geschafft, aber jetzt kommt der anstrengende Teil. Jetzt geht es nämlich relativ stark nach oben. Und wir haben auch gesehen, dass schon mindestens zwei andere Fotografen auf dem Weg da oben sind, weil die haben auch Stirnlampen. Und wenn man was sieht im Dunkeln, sind es die Stirnlampen von Landschaftsfotografen. Naja, mal gucken. Der Raum da oben ist relativ begrenzt. Ich hoffe, dass wir alle Platz haben. Aber wenn man sich vernünftig hinstellt, denke ich schon. Aber man ist nicht komplett allein. Das ist halt bei so einem Spot so. Schaut euch mal den Himmel an. Es klart auf dort hinten. Das war die Front, die wir gerade eben noch hatten. Aber der Wind kommt von hier. Und da haben wir gerade so einen richtig schönen Spot. So, wir sind jetzt hier oben angekommen. Licht ist noch nicht optimal, weil so eine richtig fette Wolke genau vor der Sonne ist. Und da irgendwo geht die Sonne auf. Aber nichtsdestotrotz, ich mache jetzt hier mal ein paar Shots, weil ich die Hoffnung habe, dass diese Wolke sich noch so ein bisschen verzieht. Und wir dann hier noch ein bisschen Licht drauf bekommen. Wir werden mal sehen, wie das Ganze funktioniert. Wie ihr in dem Zeitraffer sehen könnt, hat das Wetter nicht so ganz mitgespielt, wie ich damit gerechnet habe. Die Sonne ist erst sehr, sehr spät herausgekommen. Und all das hätte ich vielleicht besser planen können, hätte ich gewusst, dass die Viewfinder-App auch tatsächlich schon auf Madeira funktioniert. Das habe ich leider erst am vorletzten Tag der Reise herausgefunden, aber deswegen empfehle ich sie dir umso mehr. Viewfinder ist die App für Landschaftsfotografen, wenn du deinen Shot richtig planen willst, und zwar mit dem Wetter. Denn diese App sagt dir das Wetter wirklich hundertprozentig genau voraus. Naja, fast hundertprozentig. Dafür will ich meine Hand jetzt nicht ins Feuer legen, aber ich kann sie dir wirklich empfehlen. Und du kannst wirklich an deinem Spot genau sehen, wie das Wetter die kommenden Tage werden soll. Alle Links dazu sind unten in der Videobeschreibung. So langsam reißt die Wolkendecke da drüben ein wenig auf und die Sonne, die Sonnenstrahlen, man sieht es hier schön im Video, kommen da schon raus. Ich habe noch gute Hoffnung, dass das gleich funktioniert, auch wenn die Sonne dann schon relativ hoch steht. Aber vielleicht kriegen wir trotzdem noch ein bisschen Licht hier auf die Insel drauf. Das würde mir sehr, sehr gut gefallen. Wir sind jetzt immerhin schon das dritte Mal hier und hatten bisher nicht so das Glück. Also Farbe im Himmel hatten wir jetzt auch wieder nicht, aber vielleicht kriegen wir wenigstens ein bisschen Licht auf die Insel. Das wäre schon sehr, sehr schön. Ich bin übrigens hier auch bei 14 mm. Ist auch wirklich notwendig bei dem Shot. Ich bin auch, Lass mal vergleichen. Ja, hier, wir zeigen jetzt mal Bennys Shot, der ist bei 11 mm. Also 14 mm sind wirklich notwendig. Oder 11 sind. 11 mm sind noch besser. Aber es ist einer der wenigen Shots, wo ich wirklich sage, also wenn ihr nicht weniger als 14 mm habt, dann braucht ihr gar nicht herkommen. Zumindest nicht, wenn ihr die komplette Insel drauf bekommen wollt. Man kann immer so einzelne Seiten fotografieren, aber es wäre schon besser, wenn man hier den richtigen Shot mit den 14 mm einmal abgreift oder halt mit 11. Leute, ich bin happy. Tatsächlich. Die Sonne ist gerade noch rausgekommen, gibt gerade richtig cooles Licht hier auch auf die Insel drauf. Die Schwierigkeit jetzt dabei ist tatsächlich, dass wir ja direkt in die Sonne fotografieren und damit auch einen krassen Dynamikumfang einfach haben. Deswegen, ich habe vorher schon drei Belichtungen mal gemacht mit -2, 0 und +2. Jetzt bin ich bei -4, -2, 0, +2 und +4. Einfach, damit ich hier alles abdecke. Ich weiß nicht, ob ich alle Shots benötigen werde dann nachher in der
Post-Production. Wobei ich sagen muss, die Plus-4-Belichtung, wenn ich guck mal, die Plus-4-Belichtung sieht irgendwie total geil aus. Das ist irgendwie so ein Insta-Shot. Also der Himmel komplett ausgebrannt. Plus-4. Aber die Plus-4-Belichtung, es sieht mega aus irgendwie. Plus-2, also bei mir. Ja, ja, guck mal, das ist die Minus-4, da ist halt so gut wie gar nichts mehr zu sehen. Und die Null-Belichtung, da ist es halt sowohl in den Schatten als auch in der Sonne, in den Highlights hier ist es ausgebrannt. Aber sieht gerade wirklich perfekt aus. Sieht richtig gut aus. Die Sonne ist komplett draußen. Ich packe jetzt zusammen. Sonne steht jetzt auch schon sehr, sehr hoch. Deswegen liegt das nicht mehr ganz so gut. Ich bin nicht hundertprozentig zufrieden, muss ich sagen. Aber ich denke mal, der Shot schafft es auf jeden Fall, dass er mal veröffentlicht wird. Aber ich glaube, ich komme auf jeden Fall nochmal her. Aber nichtsdestotrotz, hier ist der Shot. Tatsächlich war ich auch ein paar Tage später nochmal an diesem Spot. Und dort hatten wir etwas mehr Glück, etwas dramatischeres Wetter. Allerdings sind wir dann auch in eine richtige Regenfront hineingeraten und mussten das ganze Stück nach unten rennen, weil wir sonst komplett durchnässt gewesen wären. Waren wir auch so, aber immerhin waren wir schneller im Auto. Schreibt doch mal in die Kommentare, welches Foto dir besser gefällt. Ich würde mich sehr darüber freuen und damit verabschiede ich mich und wir sehen uns im nächsten Video wieder.